Hallo, grüß euch, da ist wieder der Günther. Ja, schau so viele Menschen ins Gesicht und du wirst sehen, sie sind unglücklich. Dabei finde ich, wäre es ganz einfach, Glück wieder ein bisschen in die richtige Richtung zu bewegen. Du nimmst da in der Früh was vor und wenn du das durchgezogen hast, dann tust du einen Stein, fahr die rechte Hosentaschen in die linke Hosentaschen. Und am Ende vom Tag, wenn du ins Bett gehst, dann legst du deinen Stein auf dein Nachtkastl und denkst nochmal drüber nach, wie du dir deinen Stein verdient hast. Ich zum Beispiel nehme mir oft vor, dass ich zum Mittag kein Fleisch nicht esse. Und wenn ich das gemacht habe, dann tue ich mir einen Stein von die rechten in die linke Hosentaschen. Und die Übung für die neue Woche ist ganz einfach. Wir machen Liegestütz. Und Liegestütz schaut so aus. Handgelenk ist unter dem Schultergürtel. Popo und Druckkammer voll zusammen. Bauchmuskel, Rückenmuskel voll anspannen. Kopf ist in der Verlängerung von der Wirbelsäule. Und wir gehen mit langen Zügen, wo die Finger nach vorne ausgerichtet sind, immer auf und ab. Diese Übung, finde ich, geht richtig gut rein. Auch jeder wieder die 6 Minuten nach seinem eigenen Fitnesslevel. Und selbst wenn du jede Minute nur ein Liegestütz machst oder ein Damenliegestütz machst, es ist mehr, was für andere tun. Und du hast da definitiv einen Stein verdient. Und dein Stein, ich hoffe natürlich, dass du mit deinem Tipp was anfangen kannst. Viel Spaß auf jeden Fall bei der Trainingswoche. Wir sehen uns.